Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading. Und ja, ich fange direkt an mit dem Leseupdate. Wir haben heute auch mal Montag und ja, heute ist schon einiges passiert, aber gestern Abend ist auch noch einiges passiert beim Lesen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich euch beim letzten Update gesagt habe, wo ich bei Dunkelsprung bin. Ich hatte aber gesagt, dass ich versuchen werde, das Buch Sonntag noch fertig zu lesen. Beziehungsweise zu hören. Das habe ich tatsächlich auch geschafft. Ich hatte da nur noch 5 Stunden oder sowas zu hören und dann auf doppelter Geschwindigkeit sind das ja dann 2,5 Stunden und das ging eigentlich auch ruckzuck. Und ich hatte auch im letzten Weekly Vlog gesagt, dass ich ein bisschen verwirrt bin von diesem Buch und auch das bin ich immer noch. Es ist, also ich weiß nicht so genau, was jetzt der genaue Inhalt der Geschichte war. Also hier steht zwar drauf, dass Julius eine Meerjungfrau retten muss, einen zwielichtigen Magier finden muss und seine Flöhe wieder zum Leben erwecken muss, möchte, wie auch immer. Aber so generell habe ich keine Ahnung, was der Inhalt der Geschichte jetzt genau war. Also irgendwie total kompliziert. Das Buch wird bei mir auch wieder ausziehen, obwohl ich das Cover finde ich super schön und man sieht auch da oben die Flöhe und auch da unten mit dem Zirkuszelt. Ich finde es sehr, 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 sehr hübsch, aber ich werde es nicht noch einmal lesen, weil mich es einfach komplett verwirrt hat und ich aus der Geschichte nicht wirklich irgendwie was mitnehmen konnte. Sie hat mich irgendwie unterhalten. Ich wollte auch mal wissen, wie es weitergeht, weil ich dachte, vielleicht kommt ja noch irgendwo der Wendepunkt, wo ich verstehen werde, was es jetzt mit diesen komischen Aufgaben auf sich hat, ob die irgendeinen Sinn machen, aber irgendwie hatten die gar keinen Sinn, diese Aufgaben. Also sie waren halt einfach da, diese Aufgaben und fertig. Ja, keine Ahnung. Ich habe dazu auch gemischte Meinungen gelesen. Ich habe dem Ganzen jetzt 3 Sterne gegeben, weil ich es nicht, also ich fand es nicht schlecht. Es war, wie ihr jetzt rausgehört habt, auch kein Highlight. Es war okay, würde ich sagen. Es war gut. Es konnte mich unterhalten. Dadurch, dass es so verwirrend war und ich wissen wollte, wie es weitergeht und was jetzt nun der Sinn dieser Geschichte ist und der Aufgaben, habe ich auch immer weitergelesen. Ich fand es auch so total interessant. Hier kamen Wesen drin vor, von denen habe ich noch nie was gehört, gelesen, gesehen, wie auch immer. Ja, es ist jetzt von mir keine Leseempfehlung, aber es ist etwas sehr Fantastisches von fantasievoll halt eben. Das einmal zu dem Buch. Dann hatte ich ja noch angefangen gehabt, Into the Heat von Ajay Award. Da war ich ja bei 59% gestern, als ich euch das Update gegeben habe und da hatte ich noch 1 Stunde 11 oder sowas. Das Buch war aber schon bei 89% fertig, also ich hatte nur noch 20% zu lesen und das habe ich, glaube ich, in einer Dreiviertelstunde oder sowas gelesen, oder 40 Minuten. Also es war relativ schnell dann fertig gelesen. Es ist eine Kurzgeschichte, das wusste ich auch vorher schon, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel von erwartet. Man hat die Charaktere schon mal ganz kurz kennengelernt, also Anne und Danny, aber jetzt nicht tiefer gehen. Man weiß nicht, was die beiden in der Vergangenheit erlebt haben und warum sie jetzt so sind, wie sie sind. Das Buch hatte einen miesen Cliffhanger, aber ich glaube, dass man die letzten Kapitel auch noch mal in dem ersten Band Into the Fire dann lesen wird, wo es wieder um die beiden geht und deren Geschichte dann eben. So zum Kennenlernen war es ganz nett. Ich persönlich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, aber es war ganz nett und ich werde auf jeden Fall Into the Fire lesen, weil ich es immer noch sehr interessant finde, dass hier beide bei der Feuerwehr arbeiten. Ich finde es blöd, immer Feuerwehrmann zu sagen, weil sie ist ja kein Feuerwehrmann, sie ist ja Feuerwehrfrau quasi. Also sie arbeiten beide bei der Feuerwehr, Anne und Danny, und haben sich dort eben kennengelernt. Und ja, denn darum, da spielt sich ja die ganze Geschichte so ab und der Liebesbeziehung. Genau, das sind die 2 Bücher, die ich gestern noch beendet habe, worüber ich sehr glücklich bin. Ich habe jetzt, glaube ich, im Juli 5 Bücher beendet. Ja, gefällt mir soweit ganz gut. Mein Subabbau funktioniert oder läuft auch wunderbar. Ich bin jetzt bei 48 oder 47 Büchern bei meinem Sub. Ich glaube, bei 48 bin ich jetzt, ist mein Sub groß. Ich werde auf jeden Fall noch das ein oder andere Buch lesen, auf jeden Fall diesen Monat. Es werden aber hoffentlich auch nicht mehr so viele einziehen. Wir haben ja auch schon fast Mitte des Monats. Deswegen hoffe ich, dass auch nicht mehr besonders viel einziehen wird. Aber ich habe auch bei Johanna von Leserausch gelesen. Sie macht ja auch gerade ihren Subabbau. Ich verlinke euch mal ihren Kanal hier oben hinter mir, dann könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen. Ich gucke ihre Videos nämlich sehr, sehr gerne und das Thema Subabbau finde ich super interessant. Das ist jetzt nichts, was mich so super stresst. Ich hätte gerne auch einen kleineren Sub, aber einfach nur, weil ich gerne alle Bücher, die ich hier habe, auch lesen möchte. Und
ja, die nicht immer so weit nach hinten schieben wollen, nur weil sie mich gerade in dem Moment nicht mehr so interessieren als zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, deswegen. Aber so also stressen tut mich der jetzt nicht, ob ich da jetzt bei 20 oder bei 60 bin, ist jetzt nicht so das Thema für mich. Er wird niemals extrem hoch werden, weil ich dafür einfach keinen Platz habe. Das ist der Vorteil von zu wenig Platz einfach. Deswegen, außer ich kaufe mir jetzt ganz viele E-Books, weil meine E-Books zähle ich persönlich tatsächlich auch zu meinem Sub dazu. Auch wenn man sie so jetzt im Zimmer nicht sehen kann, aber es sind trotzdem Bücher, die gelesen werden wollen oder die ich gerne lesen möchte. Deswegen zähle ich die auch zu meinem Sub. Genau, ich wollte darauf hinaus. Ich habe bei Johanna gesehen, sie macht quasi wie so eine Spardose. Also sie hat jetzt keine Spardose, aber sie schreibt die Bücher auf, die sie gelesen hat und pro Buch wandern, glaube ich, 3 € bei ihr zur Seite und nur von diesem Geld darf sie sich neue Bücher kaufen. Und ich habe mir überlegt, das werde ich auch machen, weil ich die Idee super gut finde. Und ja, ich glaube, das bietet sich bei mir persönlich auch ganz gut an, weil ich sowieso eigentlich nie so oft Bücher kaufe. Ich habe relativ viele oder häufiger mal Rezensionsexemplare. Deswegen lohnt sich das bei mir, glaube ich, auch. Das ist das, was ich euch erzählen wollte. Aber ich komme mal zu den Büchern, die ich jetzt als nächstes lesen werde. Und zwar habe ich euch im letzten Weekly Reading auch schon von einem Buddy Read gelesen, den wir heute schon starten, haben wir ausgemacht. Und zwar möchten wir Wicked, eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit von Jennifer L. Armentrout lesen. Ich finde das Cover fürchterlich. Aber ich mag die Cover, also ich mag die Kombination aus Pink und Grün einfach nicht so gerne. Das mit den Flügeln finde ich noch ganz nett. Ich finde auch das Grün nicht hässlich, aber ich finde einfach, dass die Kombination von Pink und Grün hässlich. Und jetzt habe ich auch noch Pink Nagellack. Ja. Also wenigstens passt mein Nagellack dann zum Cover wunderschön. Auf jeden Fall wollen wir dieses Buch hier lesen. Wir haben dazu, ich glaube, 10 Abschnitte und wir werden heute den ersten Abschnitt lesen bis Seite 48. Wir werden immer so um die 50 Seiten lesen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es halt von den Kapiteln her passt. Und ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, deswegen lese ich euch einmal ganz kurz den Klappentext durch, damit ihr wisst, worum es geht. Ich verlinke euch aber auch alle Bücher, die ich euch jetzt bisher schon gezeigt habe und noch zeigen werde, unten in der Infobox. Also, Ivy Morgan liebt es unkompliziert. Tagsüber studiert sie an der Loyola University, nachts macht sie Jagd auf magische Wesen im French Quarter von New Orleans. Keine Dates, kein Liebesleben. Das ist Ivys feste Regel. Dann taucht Ren Owen in ihrem Leben auf und plötzlich ist überhaupt nichts mehr unkompliziert. Ren gehört, wie sie, einer geheimen Organisation an, die seit Jahrhunderten Menschen vor den Wesen aus der Anderwelt beschützt. Und mit seinen strahlend grünen Augen, seinen wuscheligen Haaren und seinen verschmitzten Grübchen ist er so verboten sexy, dass Ivys Vorsätze schnell ins Wanken geraten. Doch kann sie ihm auch vertrauen. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Das Buch habe ich mir irgendwann mal gebraucht gekauft bei Medimops, das weiß ich noch ganz genau. Es hat Leserillen, aber das sieht man erstens nicht so gut und mich persönlich stört das jetzt auch nicht so extrem. Ich bin sehr gespannt auf das Buch und werde euch da dann auf jeden Fall in dieser Woche weiter berichten. Und dann habe ich noch 2 Bücher auf meiner Leseliste für den Juli. Ich hole gerade mal das andere Buch, was noch auf meiner Leseliste ist. Dann kann ich euch die auch ganz kurz zeigen. Und zwar wäre das einmal Götterherz von B.E. Pfeiffer. Das wäre aber auch wieder ein Fantasy-Buch, auch wenn es anders wäre als Wicked. Habe ich mir gedacht, da ich noch auf meiner Leseliste drauf habe, Because of Law, dass ich Because of Law lese. Und wenn ich dann Wicked und Because of Law beendet habe, werde ich dann Götterherz lesen. Genau. Und solange ich Wicked lese, werde ich einfach andere Liebesromane lesen. Ich könnte ja theoretisch die Reihe fortsetzen oder auch die Wait for You-Reihe von Jennifer L. Armentrout auch wieder. Weil da habe ich nur noch 2 Bücher, hier habe ich noch ein paar mehr. Aber das hat auch nur 270 Seiten knapp und deswegen werde ich das auch relativ schnell beenden. Genau. Aber das sind die 2 Bücher, die ich jetzt in der nächsten Zeit lesen werde und euch dazu dann Updates geben werde. Und jetzt werde ich meinen Nagellack abmachen und dann werde ich auch bald demnächst zum Pferd fahren, noch ein Paket wegbringen und ja, dann mal gucken, was ich den Tag über machen werde. Auf jeden Fall lesen hier in Wicked und in Because of Law und mal gucken, was der Tag sonst noch so bringt. Hi,
Hallo ihr Lieben, es ist Zeit für ein kleines Update, denn es hat sich einiges getan, was ich euch jetzt zeigen kann und werde und auch möchte. Ich habe sogar ein Buch beendet, das werde ich euch gleich zeigen. Ich werde mit dem Buch anfangen, was ich aktuell noch angefangen habe, was ein Buddy Read ist. Und zwar ist das Wicked von Jennifer Armentrout. Da bin ich auf Seite 48, ich werde den heutigen Abschnitt, beziehungsweise den zweiten Abschnitt, den wir hier drin gemacht haben, heute noch lesen. Und dann bin ich auf Seite 110. Und ja, da werde ich euch dann in den nächsten Tagen ein bisschen mehr berichten, sobald ich den Abschnitt halt eben gelesen habe und ja, mehr zu der Geschichte sagen kann, weil jetzt die ersten 48 Seiten sind halt bei der Dicke noch nicht ganz so ausschlaggebend. Es hat auf jeden Fall schon sehr interessant und auch schon, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht, was passieren wird. Und ja, bin demnach sehr gespannt auf dieses Buch und was hier noch passieren wird und was jetzt auch in dem nächsten Abschnitt noch passieren wird, also bis Seite 110. Und parallel habe ich dann ein Liebesroman angefangen, weil ich das angenehmer finde, wenn ich parallel lese, dass ich zwei verschiedene Genres lese. Und deswegen habe ich jetzt neben dem Fantasy-Buch von Jennifer Armentrout eben noch Because of Love von Abby Clines angefangen und fertig gelesen. Das habe ich heute Morgen fertig gelesen, da hatte ich noch 60 Seiten, 68 Seiten, glaube ich, gehabt. Und die habe ich dann heute Morgen fix fertig gelesen. Denn das Buch lässt sich unfassbar schnell lesen. Und dieser Band hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Breathe, den ersten Teil. Wir haben, also hier geht es ja um Markus und um Willow. Und Markus haben wir ja im ersten Teil schon kennengelernt, wo es um Sadie eben ging. Und Markus ist einfach so, so, so ein absolut toller Typ. Also er ist so aufmerksam. Und auch er gesteht sich seine Fehler wieder ein, wenn sie ihm, nachdem sie ihm bewusst geworden sind und entschuldigt sich dann halt eben auch. Willow ist einfach eine ganz tolle Person, eine sehr starke Person, finde ich. Und generell mochte ich die Geschichte sehr, sehr gerne. Das Buch hat 270 Seiten in etwa und die Beziehung zwischen Markus und Willow ging halt einfach unfassbar schnell. Ich glaube, die kannten sich irgendwie 3 Tage und waren danach schon ein Paar. So hat es sich zumindest angefühlt. Also super viel Zeit ist in dem Buch nicht vergangen irgendwie. Das war aber jetzt auch nicht das, was mich unbedingt daran gestört hat. Ich wusste, bei so einem dünnen Buch wird das halt relativ schnell gehen, zwangsläufig. Beide haben so ihre Probleme. Ich muss sagen, ich stand da ziemlich lange auf dem Schlauch bei dem Problem, was die beiden betrifft. Und hab's dann erst so, nachdem es eigentlich schon offensichtlich war, erst gerafft. Also manchmal checke ich das relativ früh und in dem Fall halt irgendwie so gar nicht. Also wirklich, da wurde es quasi schon angesprochen, da habe ich es erst kapiert, was hier überhaupt Sache ist. Aber wirklich ein ganz, ganz toller zweiter Band. Und ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Vielleicht werde ich jetzt jeden Monat einfach ein Band davon lesen und zwischendrin noch die 2 Bücher von der Wait For You-Reihe von Jaylin dazwischen schieben, damit ich mit der Reihe auch so langsam mal vorankomme. Genau. Und weil ich jetzt das Buch fertig gelesen habe und neben dem Fantasy-Roman halt eben wieder einen Liebesroman wollte, habe ich mir überlegt, was lese ich als nächstes. Ist jetzt nicht so, dass ich keine Liebesromane hier hätte. Ich hätte aber am liebsten entweder eine Reihe beendet oder eine Reihe fortgesetzt. Und ich dachte mir dann, ich habe noch einen zweiten Teil hier von der Dilogie. Und irgendwie hätte ich da mega Bock drauf. Es ist auch kein dickes Buch. Es hat knapp 300 Seiten. Und zwar ist es Rebel Heart von V. Keeland und Penelope Ward. Da habe ich dieses Jahr auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, den ersten Teil gelesen. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Nicht ganz so gut wie andere Bücher der beiden Autorinnen. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, das eben zu lesen. Jetzt dachte ich mir, lese ich die Reihe einfach mal weiter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob diese Reihe dann letztendlich in meinem Regal stehen bleiben wird, weil sie mich halt nicht so 100% von sich überzeugen konnte wie andere Reihen eben. Aber das werde ich dann nach dem Beenden diesem zweiten Band hier eben dann entscheiden. Ich habe mich auch schon gehört, dass der zweite Band nicht ganz so gut sein soll wie der erste Teil. Und der erste und der zweite Teil, die hängen zusammen. Hier geht nämlich die Geschichte von Gia und Rush halt eben weiter. Die haben sich kennengelernt in einer Bar und haben dann ja ziemlich schnell festgestellt, dass sie füreinander etwas empfinden, auch wenn Rush anfangs nur auf Sex aus war. Hat sich dann so eine Beziehung zwischen den beiden entwickelt und dann kam etwas zum Vorschein, was Gia betrifft.
aber dann auch irgendwie halt auch Rush, weil sie ein Paar sind. Und ob dieses Geheimnis, das war ja kein Geheimnis, ob dieses Problem die Beziehung der beiden zerstören wird oder nicht, das werden wir hier nämlich im zweiten Band erfahren, weil genau an der Stelle hat nämlich der erste Band aufgehört. Genau. Ich bin auch immer noch der Meinung, das habe ich schon in meinem Neuzugänge-Video erzählt, dass man Band 1 und Band 2 locker in ein Buch hätte packen können, beide Bücher ein bisschen kürzen und dann wären das halt auch wieder 400 Seiten gewesen und das wäre halt für mich irgendwie, wäre dann wahrscheinlich auch einfach insgesamt besser ausgefallen in die Reihe, auch wenn ich den zweiten Band jetzt noch nicht gelesen habe, aber ich glaube schon, dass man hier auch wieder relativ viel kürzen könnte. Da werde ich euch dann aber mehr berichten. Und wenn ich dann meinen Abschnitt für Wicked fertig gelesen habe, werde ich Rebel Heart anfangen. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte mich mal ganz fix bei euch melden. Ich war heute schon beim Optiker und habe eine neue Brille abgeholt, die ich im Übrigen immer noch sehr, sehr schön finde. Sie ist mal was anderes. Ich hatte sonst immer eher so. Ich hatte meine erste Brille war rosa-lila, also pink-lila irgendwie so in die Richtung. Und meine zweite hatte ja jetzt diese roten Bügel und den schwarzen Rahmen gehabt. Und diese sieht jetzt für euch sehr wahrscheinlich eher Petrol aus. Schwarz aus, ist aber Petrol so rum. Und die Gläser sind halt mal was komplett anderes, was ich so noch gar nicht hatte. Aber ich wollte euch ein Leseupdate geben, denn es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe dann gestern noch den zweiten Abschnitt der Duplikate gelesen und bin jetzt auf Seite 102 und nicht auf Seite 110, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ja, wir haben Tink kennengelernt und Tink ist so, 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 so lustig. Ich habe in verschiedenen Videos inzwischen dazu schon was gesehen und alle haben immer gesagt, Tink ist so lustig und auch das kann ich hier an dieser Stelle nur wieder sagen. Tink ist unfassbar witzig. Ich bin gespannt, was auf den nächsten Seiten mit Tink noch passieren wird, was unsere Protagonistin Ivy noch erleben wird. Mal gucken, wann ich weiterlesen werde, wann wir den dritten Abschnitt lesen werden. Ich mache mir mit dem Buch ehrlich gesagt auch gar keinen Stress. Es ist ein Buch, was ich auch sehr gut in Abschnitten lesen kann und wo ich jetzt nicht so durchrushen muss, weil es mich bisher auch noch nicht so richtig gepackt hat. Mich stört es nämlich extrem, dass die Kapitel hier unfassbar lang sind. Also ich bin bei Seite 102 und ich habe die ersten vier Kapitel gelesen. Genau, die ersten vier Kapitel habe ich gelesen. Also da ist ein Kapitel, wenn man es mal sich so grob überlegt, ungefähr 25 Seiten lang und das finde ich einfach richtig nervig. Ich mag so lange Kapitel überhaupt nicht. Also ich mag auch keine Kapitel, die nach 5 Seiten fertig sind. Die dürfen ruhig schon so 10, 15 Seiten lang gehen, aber 25 Seiten finde ich persönlich einfach super, super lang. Aber sonst gefällt mir das Buch bisher echt gut. Und dann habe ich noch nebenbei angefangen, wie auch gestern, glaube ich, schon angesprochen, Rebel Heart. Hier habe ich die ersten 50% Seiten, die ersten 50 Seiten gelesen und bin jetzt auf Seite 50, wie gesagt. Und ja, es schließt direkt am Band 1 an, gefällt mir bisher auch noch ganz gut. Ich habe gestern an einer sehr spannenden Stelle aufgehört. Ich werde sehr wahrscheinlich heute auch nicht weiterlesen. Aber das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das muss ich dann mal schauen, wie es eben passt. Deswegen bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Es sind nur die ersten 50%, deswegen kann ich hier jetzt auch noch nicht so ultra viel dazu sagen, aber bisher gefällt es mir gut, würde ich sagen. Und ja, mehr habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht zu erzählen. Ich werde jetzt gleich mal Mittagessen um 15 Uhr und dann mal gucken, was ich den Tag über noch so machen werde. Ja, ich muss noch zum Pferd, das werde ich auf jeden Fall noch machen und dann mal schauen. Und mal gucken, wann ich bei diesen zwei Schätzen hier weiterlesen werde. Hallo, ihr Lieben, es ist Zeit für ein neues Update, denn es hat sich einiges getan bei meinen Büchern, die ich aktuell lese. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich Wicked angefangen habe, da bin ich auf Seite 102 nach wie vor, da habe ich nicht weitergelesen. Genauso wie bei Rebel Heart, da habe ich gestern auch nicht weitergelesen. Ich rutsche mal ein Stück nach hier drüben, damit ihr auch sehen könnt, was ich euch hier zeige. Da habe ich auch nicht weitergelesen, da bin ich nach wie vor auf Seite 50. Da ich aber bei meinem Freund wieder geschlafen habe, habe ich meinen E-Book-Reader mit dabei gehabt und habe dann spontan Lessons from a One-Night Stand von Piper Rain angefangen und da bin ich jetzt bei 24%. Gefällt mir bisher wieder sehr, sehr gut. Ich wollte eigentlich keine Parallelbücher in einem Genre lesen, jetzt ist es halt doch wieder so. Aber es sind zwei unterschiedliche Liebesromane, denn in Lessons from a One-Night Stand geht es halt eben um zwei Lehrer quasi, beziehungsweise um eine Schulleiterin und um einen Sportlehrer oder so, also Baseball-Coach. Die haben sich halt eben schon einmal getroffen und zwar
die Woche zuvor, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, bei einem One-Night-Stand und jetzt treffen sie halt wieder in der Schule aufeinander. Und so arg viel ist jetzt noch nicht passiert. Ich bin gespannt, was zwischen den beiden passieren wird. Ich werde das aber erst weiterlesen, wenn ich mit Rebel Heart fertig bin. Ich muss mir da irgendwann wie immer Prioritäten setzen. Aber bisher gefällt mir Lessons from a One-Night-Stand sehr, sehr gut. Ich mag das Autorinnen-Duo sowieso sehr gerne inzwischen. Und weil ich dann heute noch gebügelt habe, habe ich noch ein Hörbuch angefangen. Ich wollte ursprünglich Percy Jackson weiterhören, aber die waren beide in der Online nicht verfügbar. Dann habe ich eben geguckt, was es so an Hörbüchern gibt, weil das, was auf meiner Mac-Liste war, war als Hörbuch einfach nicht verfügbar. Deswegen habe ich dann eben geguckt, was es noch so gibt in Auswahl und habe dann gesehen, dass es die Apfelprinzessin von Maya Shepard gibt und das Hörbuch geht 2 Stunden und 38 Minuten oder sowas. Deswegen habe ich mir das dann eben ausgeliehen und angefangen zu hören und ich habe jetzt ungefähr eine Stunde davon gehört. Das ist eine Märchenadaption von, nicht von, weil da gibt es nämlich, kommen mehr oder weniger mehrere Märchen drin vor. Ich verlinke euch das Buch in der Infobox, weil ich kann ganz schlecht zusammenfassen, worum es in diesem Buch geht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in diesem ersten Teil noch passieren wird. Das ist ja eine super lange Reihe. Und ich denke, ich werde die jetzt alle so nach und nach, je nachdem, wie sie eben verfügbar sind, als Hörbuch hören, weil die Reihe lässt sich für mich persönlich sehr gut hören. Ich habe das auch jetzt auf Normalgeschwindigkeit gehört, weil ich nicht mitgelesen habe. Und wenn ich nicht mitlese, ist es auf Normalgeschwindigkeit für mich persönlich einfacher. Das heißt, ich habe aktuell 4 angefangene Bücher: Wicked, Rebel Heart, die Apfelprinzessin. Warum sage ich mal Prinzessinnen? Die Apfelprinzessin und Lessons from a One-Night-Stand. Die 4 Bücher habe ich angefangen. Und Priorität hat jetzt aktuell Rebel Heart und ich denke, danach werde ich dann Lessons from a One-Night-Stand weiterlesen. Und das Hörbuch werde ich immer zwischendurch mal lesen, wenn ich Zeit habe. Ich denke, das habe ich auch in ein paar Tagen auch schon wieder fertig gelesen, weil ich halt nur noch 1,5 Stunden in etwa habe zum Hören. Und Wicked werde ich halt eben so lesen, wie es beim Buddy Read mit den Abschnitten halt eben passt, sodass wir uns da auch austauschen können. Da mache ich mir aber auch überhaupt keinen Stress. Machen wir beim Lesen generell keinen Stress, weil das Ganze soll ja auch noch Spaß machen. Und das war's für das Update, was ich euch aktuell geben kann. Und melde mich dann am Wochenende wieder mit einem neuen Update. Und vielleicht lese ich heute Rebel Heart fertig. Ich gehe davon aber nicht aus, weil ich da, ich glaube, noch 100. Oder nee, sogar 200 Seiten noch zu lesen habe. Ja, ich habe noch über 200 Seiten zu lesen. Das werde ich heute definitiv nicht schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich werde euch dann am Wochenende ein neues Update geben. Hallöchen, ihr Lieben. Es wird Zeit für das nächste und auch letzte Update für dieses Weekly Reading. Wir haben heute Sonntag, wir haben jetzt auch schon kurz nach 14 Uhr. 14:16 Uhr haben wir ganz genau und ich kann euch ja einiges erzählen zu den Büchern, die ich aktuell lese und höre und gelesen habe und lesen möchte. Fangen wir mit den Büchern an, wo sie aktuell gar nichts getan hat, und zwar Wicked, da bin ich nach wie vor auf Seite 102. Da werden wir jetzt den nächsten Abschnitt heute oder morgen lesen, je nachdem, wie es bei uns eben besser passt. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es heute oder morgen lesen werde, aber das werdet ihr dann im nächsten Weekly Reading auf jeden Fall erfahren. Dann höre ich noch Die Apfelprinzessin von Maya Shepard. Auch da bin ich nicht weiter, da bin ich immer noch ja, bei einer Stunde, die ich gehört habe und noch 1,5 Stunden, die ich hören muss oder möchte. Ich denke, das werde ich heute noch ein bisschen weiterhören, weil ich noch ein bisschen was geplant habe, wo sich es auf jeden Fall ganz gut anbietet, ein Hörbuch zu hören. Aber das werdet ihr dann auf jeden Fall auch im nächsten Weekly Reading erfahren. Und dann machen wir weiter mit den Büchern, die ich zu dem Zeitpunkt vom letzten Update schon angefangen habe. Und zwar Rebel Heart. Das habe ich auch schon fertig gelesen. Ich hatte euch beim letzten Update gesagt, Freitag oder so habe ich das gesagt. Ich weiß nicht mehr ganz. Auf jeden Fall beim letzten Update habe ich euch gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich das Buch nicht an dem Tag fertig lesen werde, sondern erst den Tag darauf. Ich habe es aber an dem Tag noch fertig gelesen. Es waren knapp 250 Seiten, die ich gelesen habe in dem Buch und es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin der Meinung, dass man viel kürzen hätte können, genauso wie Band 1, und dass man die 2 zusammenpacken hätte können zu einem Buch, aber gut, es ist wie es ist. Und an sich fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr süß und nett, aber
es ist nicht so wie die andere Geschichte von den beiden Autorinnen zusammen oder von Ree Kieland oder Y. Kieland alleine eben, was ich sehr schade finde, weil ich ihre Geschichten sondern eigentlich sehr gerne mag. Also jetzt nicht so, dass ich die überhaupt nicht mochte, aber ich finde ihre anderen Geschichten einfach etwas besser, persönlich. Aber an sich fand ich es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es hat direkt am ersten Band angeschlossen. Wenn man es sich ausprobieren möchte, kann man es gerne mal lesen. Aber ich fand es jetzt nicht so gut wie die anderen Bücher der Autorinnen. Genau. Aber ich habe es beendet und auch die Dilogie somit beendet. Und jetzt werde ich es mit anderen Reihen von den beiden mal weitermachen. Oder nur von Waikina weitermachen. Denn von Penelope Ward habe ich nichts angefangen aktuell. Oder auch noch nichts von ihr alleine gelesen, wenn ich ehrlich bin. Dann hatte ich noch angefangen, Lessons from a One-Night-Stand von Piper Rain. Auch das Buch habe ich fertig gelesen und zwar heute Morgen erst. Rebel Heart hatte ich am Freitag fertig gelesen. Gestern wollte ich ursprünglich Lessons from a One-Night-Stand fertig lesen, habe ich aber nicht geschafft und das habe ich heute Morgen fertig gelesen. Es war wieder eine so, so schöne Geschichte. Es war eine sehr unterhaltsame Geschichte, eine super süße Geschichte mit wieder sehr viel Witz drinne. Es gibt da einiges einfach zu entdecken. Ich mochte die Charaktere Austin und Holly total gerne. Und ich weiß, dass es im Originalsprachigen auf jeden Fall noch mehr Teile gibt. Jetzt im Deutschen sind aktuell drei Teile nur angekündigt. Ich weiß nicht, ob es die nächsten Teile auch noch geben wird. Denn das ist eine Familie und die umfasst 9 Kinder, soweit ich richtig gezählt habe. Dementsprechend sind es halt auch eben 9 Bücher plus Novellen dazwischen. Ich glaube, 2 Novellen sind dazwischen. Genau. Ich werde die Folgebände von Lessons from a One-Night-Stand auf jeden Fall weiterlesen. Ich weiß gar nicht, um wen es in den anderen reingehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es da um eben die anderen Geschwister gehen wird. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, weil ich finde die Familie großartig. Ich finde sie super, super lustig. Sie sind alle so super unterschiedlich. Und ich bin gespannt, was mir auf damit zukommen wird. Der zweite Band wird, glaube ich, Ende August erscheinen. Und weil ich jetzt kein aktuelles Buch mehr zum Lesen da habe, außer Wicked, was ja ein Buddy Read ist, wollte ich endlich das Buch von meiner Leseliste anfangen, und zwar Götterherz von B.E. Pfeiffer. Ursprünglich wollte ich es nicht anfangen, wenn ich noch Wicked aktuell lese, aber ich dachte, mir sind schon 2 sehr komplett unterschiedliche Geschichten. Deswegen werde ich jetzt mit Götterherz einfach anfangen. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Es sind knapp 350 Seiten. Und es gibt auch einen zweiten Band dazu. Ich bin gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Es geht hier wieder um griechische Mythologie. Es geht um Penelope, die auf jeden Fall mit ihren Eltern in Urlaub ist in Griechenland. Und dann taucht da immer so ein komischer, ich weiß nicht ganz genau. Egal. Auf jeden Fall werde ich das als nächstes lesen. Und heute auch schon anfangen. Genau, das sind alle Bücher, die ich gelesen habe, die ich aktuell lese und anfangen werde. Und das soll es auch für dieses Video gewesen sein, weil ich das Video schon unendlich lang wieder ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann. Tschüss!